안녕하세요. 저는 김규현입니다. 지금 여러분들이 이 영상을 보고 계신다면 2017년 6월 아침이 되어 있는데요. 저는 그때를 위해서 새로운 작업을 부탁하고 있습니다. 제가 앞으로 이 아틀리에를 한 학기에서 두 학기 정도 사용하게 되었는데요. 그래서 제가 이곳을 사용하는 그 시간 동안 다양한 장소를 이용해서 하나의 퍼포먼스를 만들어 볼까 합니다. 예를 들면요. 소파가 되겠고요. 컴퓨터 책상과 사물함도 있고요. 그리고 이렇게 빙빙 걸어 올라가는 계단도 있고요. 청각적으로 두 종류가 있습니다. 하나는 흰색이고요. 또 하나는 금색입니다. 그리고 또 저 뒷산을 보시면은 제가 작업하고 있는 공간이 있고요. 또 이쪽은 우리 자체관 친구가 작업하고 있는 공간이죠. 저는 이렇게 이 방 안에 있는 다양한 공간을 이용해서 작년은 대략 9개에서 10개 정도가 되는, 그리고 총 런닝 타임은 20분에서 25분 정도 되는 퍼포먼스를 만들려고 합니다. 이제부터 촬영을 하나하나씩 시작하겠는데요. 이 작업이 완성됐을 때, 그리고 이 작업이 여러분들 앞에 보여줬을 때, 여러분들에게 더 흥미롭기를 기대해 봅니다. 자, 그럼 여기 계실 여러분들을 위해서 제가 커피를 준비하도록 하겠습니다. Vor der Abschlussprüfung dachte ich einmal, was die Kunst ist. Wenn mich jemand fragt, was ein Kunstwerk ist, ich könnte so antworten, dass es ähnlich ist wie ein Luftballon, den der Künstler mitbringt.
Kunst ist die Bewegung, die Situation und die Haltung mit dem Luftballon. Die Bewegung, die Situation und die Haltung kommen aus der Kultur. Kultur kommt aus den Situationen, die Menschen leben. Kultur ist richtig komplex. Sie kommt aus Menschen, Gesellschaft, Natur, Geld, der Gravitation der Erde, geografischer Breite und Länge, dem Moment, in dem die Erde in der Nähe des Mondes ist, aus Essen, Erziehung, Liebe, dem Wetter am Morgen und so weiter. Wenn man innerhalb solcher Einflüsse einen Luftballon trägt, das ist Kunst. Manchmal fühle ich wegen dem Luftballon meine unbeabsichtigte Bewegung. Wenn das Schweben zur Freiheit permutieren kann, sind der Luftballon und ich frei und gleichzeitig nicht frei. Das Heliumgas, das im Luftballon ist, ist richtig künstlich. Ich bin ein so kleines Kind. Die Augenhöhe der anderen ist so, dass sie nur den Luftballon sehen können. Ich stehe darunter. Ein Mensch, der den Luftballon trägt, und ein Mensch, der den Luftballon nicht trägt, schauen miteinander. Einen Luftballon tragender Mensch fühlt, und einen Luftballon nicht tragender Mensch fühlt etwas anderes. Einen Luftballon nicht tragender Mensch fühlt, und einen Luftballon nicht tragender Mensch fühlt etwas anderes. Weil der den Luftballon nicht tragende Mensch ein anderes Spielzeug trägt. Wenn man den Faden des Luftballons freilässt, fliegt der Ballon fern und ferner. Der Luftballon verschwindet schön. Wenn er schließlich aus unserem Sichtfeld verschwindet, wissen wir gar nicht, ob er irgendwo aufberstet oder bis zum Ende des Universums fliegt. Hier gibt es mein neues Projekt. Ich versuche immer wieder meine Traumfrau zu zeichnen. Ich weiß nicht, wie meine Traumfrau aussieht. Aber ich will immer weiter versuchen, bis ich die richtige Traumfrau zeichne. Wenn ich mich sofort verlieben könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich das Projekt beenden kann. Zurzeit versuche ich, wie hier diese Maschine aufeinander zu kopieren. Dann zeige ich jetzt, wie ich das nenne. Thank you.
Ja, diesmal war meine letzte Spiel für die Lohnkündigung oder für die Arbeit. Vielen, vielen Dank, meine Freunde. Herzlich.